Fostelka ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Stahl, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Tanzer. Fostelka ist ein mittelgroßes, rundiges Pokémon, das hellviolett, rot und schwarz erscheint. Die Schale färbt sich dabei hellviolett und in seinem Inneren ist das Pokémon kräftig rot. Das gilt auch für seine Stacheln. Überdies ist der Bereich um seine Augen sowie eine mittig verlaufende dicke Linie schwarzer Farbe. Das Innere der Stacheln ist ebenfalls schwarz und das Pokémon verfügt über eine harte, kräftige Schale, die mehrere Unebenheiten aufweist. Diese befindet sich jeweils oben und unten am Körper und dabei greifen die abgerundeten Enden im geschlossenen Zustand perfekt ineinander. Vorne sind die beiden runden Augen zu sehen, welche aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen bestehen. Rechts und links von diesen Augen wächst je ein dicker abgerundeter Stachel, der genau auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers wiederzusehen ist. Und in seiner Shiny-Form ist Fostelka komplett schlammbraun gefärbt, die schwarzen Körperbereiche verbleiben. Fostelka greift hauptsächlich physisch an, wobei Risiko-Tackle Finale und Explosion zu den stärkeren Attacken zählen. Es lernt nur eine spezielle Attacke vom Typ Elektro mit Blitzkanone. Dabei hat er ein breites Attackenrepertoire mit insgesamt 7 verschiedenen Typen, beziehungsweise eben mit Attacken von 7 verschiedenen Typen. Seine Fähigkeit ist Robustheit, das ihm Schutz vor K.O.-Treffern gibt. Seine versteckte Fähigkeit ist wetterfest, weshalb es keinen Schaden durch Wetterbedingungen wie beispielsweise Hagel nimmt. Fostelka ist in allen bisher bekannten Regionen außer der Kanto-Region heimisch und ist dabei aber eher selten in freier Wildbahn anzutreffen. Bevorzugte Lebensräume sind dabei aber Wälder wie der Wunderwald oder Berge wie der Wunderberg. Sein gesamter Körper steckt in einer harten Schale und sein Inneres bleibt ein Geheimnis. Es bleibt stets bei seinem Baum und verstreut Teile seiner Schale, um so Feinde zu verjagen. Seine Schale öffnet es nur, um nach Beute zu schnappen, das jedoch so schnell geschieht, dass man sein Inneres trotzdem nicht sehen kann. Dabei bildet Fostelka die erste und einzige Entwicklungsmöglichkeit von Tanzer und entwickelt sich automatisch auf Level 31 weiter. Dabei wächst das Pokémon um das Doppelte und legt rund das 17-fache an Gewicht zu. Mit seiner Typenkombination ist es dabei immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, nimmt halben Schaden gegen Normal-, Eis-, Psycho-, Käfer-, Drache-, Stahl- und Feeattacken. Besonderheit ist Generation 2 bis 4, denn in diesem Zeitraum nimmt es auch gegen Geist und Unlicht halben Schaden. Danach werden Geist- und Unlichtattacken zu normalem Schaden. Vierfachen Schaden machen Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.